Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Live Trading zur Börseneröffnung. Natürlich mit Dirk Hilger und seinem Stereo Trader. Ich bin gespannt, was wir uns heute ansehen dürfen. Ich hoffe, Sie auch. Natürlich alle ausgeschlafen, so wie es sein soll. Und von daher will ich gar nicht lang drum rumreden. Zack, zack. Denn Sie kennen es alle, das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie jetzt nichts dergleichen als Handelsberatung oder Anlage, irgendwas von Empfehlungen oder sowas. Ja, das ist immer ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. Denn am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich nicht vom Referenten oder dergleichen beeinflussen lassen. Ja? So, dann würde ich sagen, Dirk hat alles geschlossen, was er schließen wollte. Dann kann ich ihm auch den Bildschirm geben. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, viel Erfolg, wenn was ist, ich bin da. Genau. Boah, erster Räusperer direkt. So, jetzt mal kurz hier den Frosch verschluckt, damit es gleich auch ein bisschen flüssiger weitergeht. So, Bildschirm sollte man schon. Ah, nee, sieht man noch gar nicht mehr. Hä? Moment. Bildschirm sieht man. Man Welcher sieht einen Bildschirm? Metatrader. Ja, das ist der falsche. Moment. Das ist der falsche. Den hier brauchen wir, ne? Das ist So. dein Opening Screen. Ja, gut, okay. Siehst du, dachtest du, bist du, denkst du, bist vorbereitet und dann ist irgendwie doch nichts. Perfekt. Ja, das war, weil ich zu lange schon, ich war zu früh einfach da. Ich bin Ja, einfach besser drin, wenn ich genau. auf den letzten Drücker komme, glaube ich. Das ist wahrscheinlich irgendwie meine Devise. So, Moment, jetzt muss ich nur trotzdem tatsächlich noch einmal hier kurz switchen. Hier mein Fenster versteckt, ganz clever. Und dann sehen, ob das alles passt. Und dann bin ich auch komplett da. Das sieht gut aus. So. Gut. So, dann jetzt aber sage ich an der Stelle einen wunderschönen guten Morgen aus dem heute nicht sonnigen Kalifornien. Freue mich hier wieder dabei sein zu dürfen, beziehungsweise hier zusammen mit FX Flat, dass die Eröffnung in Frankfurt zu erklären, handeln zu dürfen und zu gucken, was der Markt möglicherweise machen könnte. Und in der Regel funktioniert es ja, aber wie ja auch der Florian, oder? Ich habe jetzt gerade überhaupt richtig aufgepasst. Ja. Stimmen erkennen. Nee, ernsthaft. Ich habe da nicht Ja, mal echt? irgendwie. Hast du es nicht erkannt? Ja, ja. Perfekt. Und wie du ja auch schon gesagt hast, also ganz wichtig ist natürlich alles keine Empfehlung, sondern nur eine Beschreibung dessen, wie ich das Ganze sehe. Und vor allen Dingen wichtig ist es ja halt auch immer, und wie das halt mit jeder Strategie so ist, deswegen kann ich das immer nur betonen, wenn man hier die ganzen 100 Webinare mitgemacht hat und als Beispiel alles gemacht hat, aber wirklich dann auch alles, dann ist die ganze Geschichte mit Sicherheit positiv, aber wenn man dann eben halt nur mal so einen Trade irgendwie aufschnappt, so nach dem Motto, ja, der Hilger, der ist jetzt long, da muss ich auch long gehen, muss meinen Short wegmachen. Muss nicht immer funktionieren, ja. Also, beziehungsweise ist generell ist es halt eine schlechte Idee, sich einzelne Trades irgendwo rauszupicken. Und deswegen ist das Ganze eher als Erklärung gedacht. Trotzdem, natürlich, wenn jemand halt irgendwie dann sieht, so, hey, ich habe auch die Idee und sich dann vielleicht darin bestärkt fühlt, wenn ich das auch mache, why not? Aber es ist halt alles ganz klar keine Empfehlung. So, was das Bullenhemd, also es ist ja hier wirklich mittlerweile Usus, dass, ich soll ich mir das auch mal merken, das ist tatsächlich das Bullenhemd, ich bin long gestimmt, das ist insgesamt schon richtig. So, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle wach, ich habe schon den dritten Kaffee am Start und hoffe, das bringt was. Und das letzte Mal, wo wir das hier gemacht haben, war ich, glaube ich, irgendwie schon 3 Stunden vorher wach und, aber was war eigentlich beim letzten Mal? Es war, glaube ich, ganz okay. Ne? Also die Strecke war nicht so lang, aber es geht ja auch nicht unbedingt darum, dann halt hier im Markt irgendwo eine ganze Strecke mitzunehmen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also manchmal gehe ich ja hin und das ist natürlich auch wichtig beim, was halt diesen Risikohinweis angeht. Manchmal versuche ich ja halt auch größere Strecken dann halt irgendwo einzuskalieren, ja, die dann halt irgendwie erst am Ende des Tages auch auflösen können oder halt ein paar Stunden später. Das heißt, das sind dann Trades, die man dann im Webinar nicht unbedingt zukriegt.
dazu bekommt, wo man dann aber nachher dann sieht, ah, siehst du, das hat ja funktioniert, die muss man halt ein bisschen managen. Und manchmal sind es eben Trades, wo ich dann sage, so heute geht es nur darum, irgendwie 20 Punkte einzufangen. Und da, ich glaube, das wird heute eher so, tatsächlich eher so die Richtung kleine Strecke. Und weil ich die größere Bewegung, beziehungsweise wahrscheinlich dann sogar in die andere Richtung, eher am Nachmittag, dann halt sehe. Und das sind immer so die zwei grundlegenden Unterschiede hier bei den Live-Trading-Webinaren. Also heute eher Kurzstrecke, aber wie gesagt, nicht immer. Und deswegen da immer aufpassen, ob man da halt folgt oder nicht. So, was ist das Regelwerk? Ja, blaues Hemd, bullig. Brauche ich mal ein rotes Hemd oder irgendwie demnächst noch? Ich habe sogar noch eins, aber es passt mir nicht mehr. Habe ich letztens mal irgendwie versucht, mal wieder anzuziehen, hat sich nicht mehr schließen lassen. Gut, so, ich fange mal hier an. Oh, sag mal, was ist denn heute los? Daily. Sonst ja immer im Stundenchart, heute mal im Daily. Ich finde den aber momentan, ehrlich gesagt, wesentlich wichtiger. Und ich sitze schon wieder ein bisschen weit. Links, so ist besser. Der Daily, weil das ist eigentlich der, wo man momentan am deutlichsten sieht, was wo halt irgendwie reagiert, weil wir halt die größeren Bewegungen halt auch derzeit haben. Also eine ziemlich hohe Vola insgesamt. Gestern zwar jetzt erstmal so ein bisschen zurückgegangen, aber insgesamt 1000 Punkte rauf und runter, war ja halt die letzte Woche eher so an der Tagesordnung und nicht unbedingt die Ausnahme. Soll ich mich ein bisschen lauter machen? Ich höre was zum Ton. Wenn es so besser ist, ich habe es mal gerade ein bisschen höher gedreht. Kein Problem. So, und im Daily, deswegen hatte ich auch am Freitag schon gesagt, ich bin eigentlich eher oder auch vor dem Freitag schon gemeint, dass das Ganze eher long auflösen dürfte, man aber halt trotzdem nicht davon ausgehen darf, dass es halt irgendwie so im Stundenchart irgendwo sauber reagiert und sich da halt auch wieder auf diverse Kapriolen auch so ein bisschen einstellen darf. Und das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Ich habe zwar auch mal kurz irgendwie gedacht, was wird das denn, weil es am Freitag ja doch nochmal ziemlich tief runterging. Mal gucken, dass ich hier nicht selber mein Bild verdecke. Hier sieht man dann unten einfach in dem Bereich, also der hier bei mir im Daily Chart, hier im Live-Add-on, im Live-Chart, in grün eingefärbt ist, sieht man, aber auch im Block hat man das schon ein paar Mal gesehen. Das ist so diese Zone hier und hier unten drunter, das kommt eigentlich aus dem Weekly. Da sieht man halt relativ deutlich, nachdem das hier war, sieht man das? Nee, sieht man nicht. Ne? Ich muss mich mal kurz wegnehmen hier. Und zwar sieht man hier unten, ich mache das mal eben an, hoffe, dass das passt. Meine Lupe mal irgendwie kurz. Und. So, hier unten sieht man, ne, das war der Montag an der Stelle. Und da ging es nicht mehr wirklich hin. Ich hatte eigentlich drauf gebaut, dass wir da unten sogar durchfallen im zweiten Anlauf, der dann irgendwie kommen sollte. Aber wenn man sich das Ding natürlich mal anguckt, hier einmal runtergestochen am Montag und dann tatsächlich in grün beziehungsweise weiß hier noch geschlossen, das ist natürlich unglaublich, weil halt rein von der Strecke her sind es mal eben 1200, fast 1300 Punkte. Einmal komplett runter und dann wieder komplett raufgezerrt. Und dann kam halt hier auch nichts mehr hinterher. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir das nochmal machen und dass er halt wirklich hier nur irgendwo mal Anlauf nimmt in der Zone hier und dann nochmal halt zumindest versucht, da unten durchzukommen, aber kam noch nicht mehr so wirklich in die Nähe. Und auch die Folgetage waren eher so, ne, recht verhalten, nur immer hier knapp dran gestoßen, dann hier der Donnerstag wieder. Und deswegen habe ich auch am Freitag gesagt, also nach der Kerze tippe ich eher wirklich nach einer Long-Auflösung oben raus. Kam dann auch so und gestern halt auch eher Long. Hat halt auch gepasst. Ich hätte mir gewünscht, dass er so insgesamt ein bisschen tiefer geht, nämlich hier so an die Eröffnung. Und da ist auch der, wäre ja auch der Point of Control gewesen im Daily. Das sieht man aber nicht im Daily, sondern generell von dem Tag. Sieht man im Stundenchart ja, natürlich besser, beziehungsweise im kleineren Timeframe. Hat aber nicht ganz gereicht, ist hier nur auf die 400 und irgendwas, 450 in dem Bereich und zieht dann wieder hoch. Und jetzt kleben wir hier oben. Und was die Betrachtung jetzt angeht, irgendwie für ein, zwei, drei Tage, das kann natürlich auch heute sein. Gestern war es mir ein bisschen zu viel, deswegen habe ich auch gesagt, es muss nicht unbedingt heute kommen. Das wäre, dass wir hier in den Bereich reinlaufen, also in die 35.300 bis 500, ne? Also irgendwo hier oben in dem Segment. Was natürlich dann auch rot sein müsste. Also ich bin jetzt hier im Dow, ne? Ist klar. Ich denke, das hat man aber auch verstanden, weil der halt immer so ein bisschen die schickere Vola hat.
und man da eigentlich relativ leicht immer was mitnehmen kann. So, das heißt, so ein bisschen dieses Segment rein, das liegt so ein bisschen auf der Hand. Die Frage ist dann nur, ab wo, ne, weil nach so einem Gebilde sollte eigentlich keine Kerze kommen, die es einfach nach unten wegklatscht. Das finde ich ein bisschen befremdlich dann vom Bild her. So, das heißt, hier oben irgendwo rein, ist natürlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ich bin ja immer sehr genau eigentlich mit den Levels. Aber bei solchen Bewegungen wirklich, dann macht das irgendwie gar keinen Sinn. Und deswegen muss ich mich da halt dann auch drauf einstellen und dann sagen, ja, also in dem Bereich von bis, das kann man aber trotzdem handeln, weil das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwo, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, vielleicht hilft das ja. Das heißt ja nicht, dass man hier unbedingt direkt dagegen halten muss. Das heißt eigentlich eher, dass man dort, vor allen Dingen, wenn es um Day Trading geht, ja erstmal hinhandelt. Man guckt, dann halt mal guckt, wie kommt man denn da hin? Und das heißt hier, jeder Rücksetzer wäre hier eigentlich zu kaufen. Und ideal wäre natürlich tatsächlich hier dieser Bereich, nochmal, das wäre halt dann auch irgendwo so die 61er oder vielleicht sogar 74er, 76er Korrektur hier von gestern. Also nochmal irgendwo hier aufsetzen in dem Bereich. Ich hoffe, man kann das erkennen, was ich meine, und dann halt hochziehen. Muss aber nicht, ne? Sag aber nur, wenn das halt so kommt, kann man das, das ist, glaube ich, relativ stressfrei. Das könnte mit den Amis heute Nachmittag kommen, das weiß ich nicht. Und ansonsten würde ich halt eher dann so draufbauen, zu gucken, okay, wie kommt man dann da oben durch und dann halt eher immer wieder long gehen und kleine Rücksetzer kaufen und dann auch wahrscheinlich eher nach einer gewissen Reaktion direkt auch wieder auflösen und nicht drauf bauen, dass wir die Tageskerze jetzt unbedingt da oben an einem Stück durchschießen. Aber generell wäre das halt so mein Ansatz, dass wir wirklich halt irgendwo so ab, keine Ahnung, irgendwo hier bis darauf. Das heißt, bis wir da sind, eher long orientiert. Was aber auch nicht heißt, dass wenn man zum Beispiel ein klares Short-Signal halt irgendwo sieht, dass man das nicht handeln darf. Weil hier stehen wir jetzt so ein bisschen in der Mitte. Das macht aber nichts. Das würde auch heißen, wenn wir jetzt hier nochmal in die Richtung 35.000 und drunter kommen, würde ich da dann eher versuchen, auch Long dagegen zu halten, weil der Daily ist zwar jetzt weder Long noch Short, sondern irgendwo in der Mitte, aber wir haben eine Tendenz, die halt schon nach oben gerichtet ist. Ich muss mich leider nochmal räuspern, ich weiß nicht, was das ist. Nochmal einen Schluck Wasser. Also das mal zum Generellen, also wie man das oder wie ich das dann halt handeln würde. So, der Lutz fragt gerade, ist es freigegeben? Nee, ich mache das mal eben. Also jeder, der das Add-on hat und auch keine Lizenz, der kann das während dieses Webinars dann trotzdem sehen. So, ich gehe mal auf die Stunde. Der DAX hängt mir hier so ein bisschen schwach, deswegen lasse ich den tatsächlich mal kurz außen vor und werde den nachher, glaube ich, eher in der Theorie dann angehen. Weil da halt irgendwie ein bisschen wenig Wohler da auch gestern gewesen ist. So, und hier gehe ich mal kurz auf die Stunde. Das sind mittlerweile halt leider viel zu viele Levels hier oben, was das Ganze jetzt nicht unbedingt leichter macht, das zu handeln. So, DAX trotzdem auch mal kurz auf die Stunde umschwenken. Ich kann hier den DAU auch mal freigeben während des Webinars und den DAX auch. Also wie gesagt, wer das Add-on hat, ohne Lizenz, kann das trotzdem jetzt hier alles mitverfolgen. Man sieht auch hier im DAX, das reagiert zwar alles recht genau. Es ist aber halt, weil das hier schon so unfassbar oft gelaufen ist, schon schwer, hier das jetzt wohl, das wirklich sauber einzutüten. Was man halt sieht, hier ist er einfach in dieser langen Abwärtsbewegung, da klemmt er jetzt auch gerade irgendwie dran. Kann aber trotzdem sein, dass wir direkt hochschießen. So, ich gehe mal ganz kurz auf den anderen Bildschirm und mal gucken, ob wir da jetzt irgendwo auch vielleicht sogar auf die Schnelle was finden, zumindest mal an Reaktion oder Aktion jetzt im DAX, während der Markt aufmacht. Ist ja nicht mehr so wahnsinnig lange bis dahin. Ja, weil kann schon sein, dass es hier reicht, dass wir direkt einmal nach oben durchrauschen. Das würde ich halt mal versuchen. Mal gucken, ob wir da jetzt eine Bewegung kriegen. Und wenn nicht, dann muss man halt skalieren oder erstmal raus. Aber so die Tendenz würde ich hier schon mal, glaube ich, ist ganz okay, wenn man die jetzt erstmal versucht mitzunehmen. Direkt absichern und dann mal sehen, ob wir jetzt da oben direkt rausschießen oder nicht. Und wenn ja, dann ist es nice.
Und dann hat man den auch direkt, dann hast du direkt schon mal ein paar Punkte. Weil halt jetzt, was mich natürlich jetzt hier, also mich getriggert hat, muss ich ja eigentlich schon sagen, das ist halt hier dieses kleine Gap, was er da gemacht hat. Und auch wenn er jetzt hier nicht durchkommt, ne, das macht aber nichts. Aber generell fand ich das jetzt irgendwie schon okay, das direkt mal hier mitzunehmen. Muss man nur gucken, wo man dann rausgeht. Man kann auch, wenn man so einen direkten Impuls macht, kann man ja auch irgendwie mal ein Stück weit wieder rausnehmen. Ne? Ich habe jetzt hier den Trade auch mal kurz, die Position mal kurz verkleinert. Aber wenn der Lust hat, schießt er jetzt eben durch und wenn nicht, dann haben wir halt hier ein paar Punkte gemacht und dann gucken wir nachher nochmal weiter. Ja, aber hier jetzt einfach an den letzten Widerstand, den er hier gemacht hat, im 2 ist das jetzt hier gerade. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt hinterherkommt, aber vom Gap her. In diesem, ne, hier sieht man es ja, von dem kleinen Gap hat es ja durchaus Sinn gemacht. Es war natürlich jetzt sehr schnell, ich weiß, aber manchmal muss man eben schnell sein und auch schnell entscheiden, weil sowas kann auch einfach immer dazu führen, dass der Markt jetzt hier einfach anfängt, nach oben zu laufen und nicht mehr aufhört. Ja, also wenn da jetzt jemand mit so einem halbautomatisierten Programm oder einer Eisberg unterwegs ist, die dann halt alle 5 Minuten getriggert wird, dann wird man da anders auch nicht mehr wirklich gut reinkommen. Ich gehe jetzt mal hier unten, sieht man ja auch die Stunde. Da hängen wir jetzt da oben auch wieder dran. Man kann auch einfach nochmal, ne, könnte ich jetzt hier mit im Rücklauf nochmal ein Stück rausnehmen aus der Position. Aber das sieht gerade ziemlich nach einem Gewaltakt aus, was der hier macht. Von daher finde ich das jetzt erstmal natürlich ganz nett. Ne, ich lasse hier unten, der Stop liegt beim Point of Control erstmal. Ein Teil habe ich ja vorhin schon rausgegeben. Hier habe ich jetzt nochmal. Wäre nochmal ein Fünftel von der Position, wäre jetzt hier nochmal raus. Ne, hier sind wir jetzt am R2 und auch an einem Pivotpunkt. Mal gucken, wenn wir da auch noch durchschießen. Nett. Und wenn nicht, kann man den auch hier rausnehmen, komplett. Ne? Aber ich würde jetzt auch nicht zu viel Rücklauf hier zulassen. Ziehe auch mal den kompletten Stop auch mal eine Runde hinterher. Hier im Daily. Ich hoffe, man kann das unten erkennen. Kommen wir jetzt auch an die Grenze, an die 629. Was heißt Grenze? Ne? Das ist einfach nur ein Level hier im Daily, wo der letzte Support war. Und da hat er natürlich, wenn der Daily halt ausschlaggebend ist, und das ist er ja eigentlich immer, wenn der nicht reicht, ist es noch der Weekly, aber halt Intraday ist es auf jeden Fall der Daily, weil es ja am Ende immer darum geht, wie löst der Tag auf, beziehungsweise wie endet der Tag. Und da haben wir hier natürlich ein recht interessantes Level bei der 15629. Und da hat er natürlich Lust, auch durchzugehen. Und deswegen hängt er hier jetzt auch, klebt er erstmal recht gut hier oben auch dran. Und wie man sieht, wenig Gegenbewegung bisher. Trotzdem kann sich das natürlich schlagartig ändern. Wenn jetzt als Beispiel unten nochmal Luft geholt wird, es kann aber eben auch sein, dass hier jetzt wirklich in einem Programm durchgekauft wird. Deswegen löse ich den jetzt auch nicht sofort auf. Weil wir sind ja auch echt gut hier reingekommen in den Trade. Und wie gesagt, vor allen Dingen, was halt auch immer eigentlich ein ganz gutes Indiz ist, wenn der R2, also das ist ja der Pivot R2, auf die Stunde gerechnet, nicht auf Daily, sondern auf die Stunde, wenn der durchgekauft wird, ne, also wenn der halt wirklich in einem Stück läuft, dann weiß man meistens wirklich, okay, das macht ganz, ganz wenig Sinn, da jetzt irgendwo drauf zu bauen, dass das Ding umdreht, sondern dann ist wirklich Wumms dahinter. Und sieht man auch sehr genau jetzt hier an der Stelle und wo er jetzt gerade reagiert. Und das heißt aber auch, wenn wir jetzt hier drunter kommen, also ich bin jetzt hier im 2 Minuten, wenn wir da jetzt drunter schlittern, dann würde ich ihn auflösen. Aber kann auch sein, dass wir jetzt hier erstmal nur kurz mit dem Fünftel da wieder rausfliegen und er dann halt oben durchschießt. Das kann wirklich sein. Und dann, wenn er das macht, also wenn wir dann da oben durchlaufen, dann haben wir wahrscheinlich einen netten Trade, den wir noch ein paar Minuten problemlos verfolgen können. Ansonsten, wenn wir hier zurücklaufen, dann haben wir einen kurzen, schnellen dann halt eben gemacht. Ja, sieht man direkt wieder hier oben dran. In der letzten 2 Minuten Kerze. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wenn der oben durchschießt, dann wird es lustig. Dann haben wir möglicherweise bis 10 Uhr nur geradeaus. So, war jemand schnell genug mit mir? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß, das war jetzt wirklich sehr, sehr schnell, weil ich ja auch gerade noch gesagt habe, irgendwie so der DAX, ja, eher theoretisch, aber klar, wenn ich dann halt sowas sehe, wie jetzt hier mit dem Aufwärts-Gap,
Und wie hier an der Stelle nach der Bewegung dann auch nach vorne, also beziehungsweise davor halt eben auch nach oben. So, why not? Ne? Das kann man schon machen. Das ist ja auch relativ risikoarm, weil der Stop wäre dann halt hier gewesen, einfach nur gerade so ein paar Punkte, wo sind wir, 5, 7, 1, 30 Punkte tiefer bei der Vola, die ja auch im DAX zumindest mal vergleichsweise sehr hoch ist immer noch, ist 30 Punkte jetzt dann auch ganz sicher nicht zu viel. Ja, aber hier, und das ist für mich jetzt erstmal entscheidend zu sehen, gehen wir da wirklich an einem Stück durch, schaffen wir das? Wenn ja, dann, wie gesagt, dann kriegen wahrscheinlich auch noch eine 15 Minuten Kerze, die dann auch nochmal irgendwie in Grün dann halt endet. Und die Chance ist schon da. So, hat ja dann doch seinen Vorteil, wenn man dann früher aufsteht, wie man sieht. 2 Minuten vorher rein. Schreibt der eine. Der Lutz war dabei. Manuel meint, er braucht auch ein Bullenhemd. Ja, das hilft. Einfach mal ein blaues Hemd anziehen, wenn der Markt long ist, und dann läuft es auch. Das ist natürlich Quatsch. Klar. So. Ja, ich habe natürlich auch vorher hier, was jetzt Positionsgröße angeht und so weiter, natürlich auch schon eingestellt, falls es halt irgendwie schnell gehen muss. Aber jetzt klemmt er jetzt hier erstmal. Ich gucke mal kurz rüber, was der DAO treibt. Ja. Gucken, was der so sagt. Ja, klebt auch an der Oberseite. Okay, aber hängt genauso fest. So, mal gucken, ob wir die 15-Minuten-Kerze hier eingetütet kriegen, ohne den Rücklauf. Wenn nicht, würde ich den Rücklauf aber auch wieder kaufen. Ne? Also das heißt, ich bin ja hier, ich war ja vorhin mit, das waren ja 2,5 Kontrakte eben, einen habe ich aufgelöst in der ersten Reaktion, also beziehungsweise die 2,5 auf 1 reduziert, irgendwo hier im Mittelfeld, und deswegen sind es jetzt noch 1,5 und hier nochmal ein Fünftel, ja, und aber den halte ich einfach nur hier im M2 an den Außenstäben entlang, und weil der eigentlich immer ganz gut ist, Squeezes zu verfolgen. Und oft ist das wirklich vorbei, wenn so der letzte, wenn der Außenstab im M2 dann halt gebrochen wird. Und dann kann man erstmal sagen, na gut, ist natürlich auch jetzt kein, wie soll ich sagen, keine Garantie, ja, aber es ist doch tatsächlich für schnelle Bewegungen, schnelle Squeezes ganz gutes Indiz, mit dem man wirklich was anfangen kann. Weil man sieht ja auch hier, ne, da ohne Lunte, nochmal, ohne Lunte, durch den R2, was ich ja gerade gesagt habe, einfach durch. Und das könnte jetzt schon dazu führen, dass wir wirklich hier eine Runde abheben. Und auch hier, wo bin ich hier unten? Ne, da ist jetzt im Live-Chart, kommen wir jetzt hier an eine Grenze. An eine Linie, an Level besser gesagt. Hier würde ich nochmal ein Fünftel rausnehmen. So, das jetzt weg. Und bleib ansonsten einfach mal hier drunter, wobei die Bewegung schon ziemlich lange ist insgesamt. Aber das sind doch auf jeden Fall schon ein paar nette Punkte, die wir hier haben. Ne? Ist doch gar nicht mal schlecht. Fast irgendwie 100 Punkte direkt in der ersten Bewegung mit. Das ist doch wirklich total in Ordnung. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Oh, wir haben es ja auch schon in letzter Zeit schon ein paar Mal gesehen. Ich gehe mal hier auf den H1. Oh, dass er dann wirklich um 9 Uhr einfach ratzfatz da oben überall durchballert bis 10 Uhr an einem Stück. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass die Levels im Live-Chart reagieren. Deswegen bin ich dann halt schon so ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe jetzt auch den DAX vorhin nicht genug angeguckt, um da jetzt wirklich eine große Entscheidung bzw. eine große Reise einzuplanen. Aber wenn man sich das mal jetzt hier anschaut, im H1, so sieht man natürlich hier ganz deutlich ein Cluster, wo wir jetzt gerade reinlaufen. Und da wäre halt wirklich so die Oberseite natürlich das Level hier. Ne? Ich hoffe, man kann erkennen, wie ich das meine. Ne, da kann man auch einfach wirklich mal laufen lassen, sieht man ja. Ne, dieses Cluster. Und da haben wir hier oben die Peaks in dem Cluster. Und entsprechenderweise wäre natürlich dann tatsächlich hier die 729, ne, beziehungsweise über 700.
wäre absolut kein Hexenwerk, da jetzt an einem Stück hinzulaufen. Also irgendwo 730, 725, 730, das wäre tatsächlich möglich. Und dort sollten wir dann halt mit einer Gegenreaktion, dort darf man dann auch damit rechnen, finde ich. Ne? Nur vorher glaube ich wirklich nicht. Und das Maximum, also auch wenn wir jetzt hier, mein genereller Ansatz ist ja immer der, wo vorher Support war, wird anschließend Widerstand. Ne? Da kämpft er sich ja gerade rein. So, das heißt aber nicht, dass er jetzt an der Stelle dann direkt reagieren muss. Das heißt auch natürlich, dass er diesen Support, der bis hier oben hin reicht, auch komplett ausreizen kann. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, wenn wir jetzt am Stück da oben hinlaufen, also bis hier in diesem Bereich, wenn er das jetzt wirklich machen sollte, dass wir mindestens eine Reaktion bis da unten hin nochmal kriegen. Und alles andere macht da wenig Sinn. Und selbst wenn wir da oben durchlaufen sollten, dann kriegen wir diese Bewegung rückwärts nochmal später. Ne? Weil dafür ist das hier viel zu markant. Ne? Also hier, da kurz davor gebremst, hier deutlich gekauft, hier überall mehrfach in mehreren Stunden genau. Und das wird jetzt nicht einfach gekauft, ohne dass es nicht nochmal zurückgetestet wird zumindest. Ne? Eher sogar ist da wahrscheinlich, dass wir es bis oben hin ausreizen und wenn er halt wirklich in einer Bewegung jetzt darauf geht, dass wir sogar nochmal bis auf Anfang zurücklaufen, wäre möglich. Und weil das halt einfach auch ein Squeeze ist, den wir hier jetzt sehen, ne? Relativ klar. Und solche Bewegungen ohne Korrektur werden ja meistens in irgendeiner Form oder eigentlich immer, kann man sogar sagen, dann auch wieder rückabgewickelt. Ne? Weil das ist ja einfach nur ein Kaufprogramm von irgendeinem Händler, der hier am Start ist. Und der ist ja irgendwann fertig. Und dann hat er seine Positionen drin, die er drin haben wollte. Und der Rest ist dem dann halt egal. Und dann kommen halt die ganzen langsamen hinterher und versuchen damit noch was anzufangen mit dem, was der Erste heute Morgen da um 9 Uhr reingezimmert hat. So. Wo stehen wir denn? So, wir sind ja hier noch ganz nett mit dabei. Ne? So, gehe jetzt einfach mal hier Point of Control. Die 15-Minuten-Kerze, die warten wir jetzt auf jeden Fall mal ab, bis die fertig ist. Das sind ja nur noch 3 Minuten. Und dann halt mal sehen, ob der hier immer noch hält. Also dieser 2-Minuten-Chart, den wir hier haben. Oder ob es dann halt hier dann nicht vorbei ist. Aber kann schon gut sein, dass wir jetzt hier einmal wirklich mit Gewalt durchkaufen und das dann halt direkt um 9:15 Uhr der nächste dann auch dazu kommt. Also nicht der nächste Händler, sondern die nächste Position dann dazu kommt. Und das in einem Rutsch dann halt auch erledigt wird bis da oben hin. Ne? Bis, wie gesagt, 730 müsste die hier eigentlich auch mal einzeichnen, damit man das mal sieht und man dann auch feststellen kann, ob da oben irgendwo im kleinen Timeframe was ist. Das ist, obwohl hier ist ja die 725. Das ist ja genau die gleiche. Ne? Also irgendwo in dem Segment da oben, da sollten wir es auf alle Fälle hinschaffen. So, mal gucken, ob wir das hier klein genug kriegen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Okay. Da ist dann halt auch ein Pivot passenderweise, also ein Daily Pivot. Der würde sogar noch dazu passen. Why not? Ne? Also, wenn man dann so ein paar Argumente hat, ist das natürlich auch schon hilfreich. Und wenn man nicht nur irgendwie einen Ansatz hat, sondern mehrere. Ne? Also, hier Pivot generell, vom Pivot alleine würde ich, glaube ich, also ich kenne zumindest keinen Ansatz, den man da handeln kann, der in irgendeiner Form funktioniert. Aber wenn ich weiß, hat aber nur, Pivots werden gerne gehandelt, wohin auch immer. Und wenn der natürlich jetzt zu so einer Geschichte mit dazukommt und da an einer passenden Stelle liegt, macht es natürlich noch mehr Sinn, dann zu sagen, okay, ist da oben hin. Das kann man mal irgendwie versuchen, mitzugehen. Und da halt auch relativ entspannt bleiben kann. Ich habe jetzt eh von den 2,5 ist jetzt noch einer drin. Also von daher alles überschaubar. Ja, vom Risiko ist er jetzt ist ja ohnehin komplett raus. Und das Schöne wäre jetzt natürlich halt auch, wenn wir das jetzt wirklich am Stück so abwickeln. Ne? Also hier ist der M5 ja wieder. Wenn wir das am Stück wirklich so abgewickelt kriegen und haben dann halt hier eine Nummer ohne Korrektur, dann ist es halt umso wahrscheinlicher, dass wir die dann auch da oben kriegen.
Ich weiß es natürlich nicht, ob wir wirklich an einem Stück darauf ziehen oder ob wir jetzt nicht zumindest im M5 mal eine kleine Korrektur kriegen. Das werden wir dann halt sehen. Aber das wäre dann halt ein Ansatz, der relativ leicht dann auch einzufangen ist. Sollen wir nochmal kurz gucken, was der Dow getrieben hat. Ja, der rennt auch da oben rum. Aber war eigentlich ganz okay so, ne? Den DAX zu handeln, ist er tatsächlich weiter gelaufen als der Dow. Von daher schon echt gut so. Das ist schon okay. Gut. So, und ihr so? Ein paar haben das hier ja mitgemacht. Also wenn irgendwie jemand Frage hat oder so, bitte gerne rein. Ich gucke auch hier gerade mal drüber. Michael sagt hier im Orderbuch, wenn ich größere Orders, größeres Volumen sehe, ja, ne? Also ob ja schon. Also wenn ich halt sehe zum Beispiel, ich habe ja hier das Orderbuch drin, das ist ja hier wie immer gemappt auf den CFD. Klar, wenn ich dort jetzt natürlich in so einem Squeeze unterwegs bin, also momentan ist ja gerade relativ neutral das Buch, aber wenn man dann zum Beispiel sieht, dass halt irgendwo so eine Order hier raus hängt, so nach links, die einfach größer ist und die halt immer unter Markt hinterher schiebt, dann weiß man ja halt eigentlich schon, okay, beziehungsweise weiß, das ist natürlich dann schon ein Indiz dafür, dass da halt auch immer wieder nachgeschoben wird und was ja dann halt eben auch eine Eisberg ja dann auch kennzeichnen würde, also eine Eisberg-Order. Wer das nicht kennt, also ich glaube, Eisberg ist ja allen ein Begriff. Wenn nicht, lässt sich auch in einem Satz erklären, Eisberg zeigt immer nur die Spitze der Position oder der Order, die in den Markt soll. Das heißt, man sieht immer nur ein Stück davon. Und das hat, also das heißt, wenn hier zum Beispiel, ja, ne, hier sehen wir die 20, ich weiß nicht, ob das groß genug ist, aber nur mal angenommen, hier haben wir eine 20 Kontrakte liegen, mal angenommen, der Markt läuft dahin und die wird nicht kleiner, ja, und wird immer wieder aufgefüllt und dann weiß man eigentlich relativ genau, okay, das ist eine Eisberg-Order, weil halt nur ein Stück davon gezeigt wird und sobald das Volumen von der Order hier an der Stelle runtergeht, wird die halt einfach immer wieder nachgeschoben. Das dient eben dazu, wenn jetzt zum Beispiel halt ein größerer Händler, wenn er eine Position unterbringen muss, der kann ja dann nicht hingehen und kann dann hier irgendwie 1000 Kontrakte reinstellen als Beispiel, da wird ja keiner mehr dahin handeln, ja, da wird ja einfach nichts mehr passieren. Und deswegen, damit das eben nicht so eindeutig ist, macht man das dann halt mit einer Eisberg-Order und schiebt dann halt einfach immer wieder hinterher und füllt die Order dann immer wieder auf. Und klar, wenn man dann sowas sieht, irgendwie eine größere Order, die irgendwie auch möglichst ein anderes Volumen hat als das, was die anderen oberhalb und unterhalb haben und die immer wieder gefüllt wird, dann kann man das schon mal im Auge behalten. Gar keine Frage. So, also in 5 Minuten läuft die Nummer nicht, so wie es aussieht. Ja, da sieht man jetzt ja halt, die letzte ist hier drunter, läuft jetzt hier unter die Eröffnung und da muss man mal sehen, wenn die jetzt auch hier unten schließt, dann würde ich den Trade wahrscheinlich zumachen. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie noch 50 Sekunden. Es kann aber sein, dass wir ab hier einfach raufziehen. Das heißt auch umgekehrt, wenn er das macht, kann ich hier oben das Fünftel von eben auch nochmal reingehen. Und das muss halt nur schnell gehen. Das heißt, er müsste wirklich hier in einem Rutsch dann jetzt auch nach oben ziehen und dann direkt ein neues Hoch machen. Und wenn nicht, dann löse ich das ganze Ding eben auf. Ne? Weil das sieht man jetzt hier auch, also wenn da so ein Algo unterwegs ist, der hängt sich dann halt meistens wirklich an sowas dann halt fest. Also Außenstäbe im möglichst next kleinen Timeframe. Der M2 ist hier eigentlich durch, ne? Aber da ist ja eh jetzt nur noch ein Teil drin. Aber hier der nächste wäre jetzt der M5. Und wenn der das nicht packt, dann machen wir da einen Haken dran, oder ich besser gesagt. Und dann nehmen wir uns den Rest dann einfach später. Ne? Das ist jetzt passiert hier. So, das heißt, entweder direkt raus oder hier Stop drunter. Den mache ich natürlich weg, weil für den Kollegen ist es jetzt eigentlich zu spät. Und würde ihn jetzt hier auch knapp absichern. Und entweder ballern wir jetzt trotzdem oben durch oder die Reise ist jetzt hier höchstwahrscheinlich vorbei. Das ist hier, sieht man ja halt hier dieser Schnitt. Es muss noch nichts heißen,
Aber kann. Und deswegen bin ich da jetzt auch etwas knapper dran. Aber typisch wäre eigentlich, auch wenn der Markt jetzt gerade long ist, dass wir jetzt hier wirklich ab dieser, nennen es mal Schnittkante von dem Außenstab, dass wir jetzt da eigentlich einmal nach unten wegbrechen. Also was heißt brechen? Mal kurz irgendwie nach unten korrigieren. Das wäre das Wahrscheinlichste, aber trotzdem ist das kein Grund, jetzt hier short zu gehen. Überhaupt nicht. Weil es ist nur, kann sein, weil man darf halt nie vergessen, egal wie viele Algos da laufen, es kann auch immer sein, dass da einfach einer irgendwann irgendwo manuell auf den Knopf gedrückt hat und es dann deswegen halt so aussieht, weil einfach Brötchen irgendwie fertig war oder der Kaffee kalt wird und er keine Lust mehr hatte oder weil es der Praktikant war, der sich verglichen hat. Ne, deswegen halt hier aber trotzdem knapp absichern und wenn wir jetzt oben durchlaufen, dann ist alles fein. Und dann machen wir das Ding auch wahrscheinlich fertig bis zu 730. Und dann würde man dann eher da oben den Short reintun. Was man jetzt halt hier auch sieht, der Point of Control an der Stelle, ne, dass der halt jetzt hier auch ist. Das heißt, hier konzentriert sich jetzt auch gerade wirklich das Volumen. Und in welche Richtung, das werden wir dann gleich sehen. Aber wenn wir da nach oben durchballern, dann weiß man aber auch zumindest, das ist natürlich dann auch, deswegen ist es, finde ich es halt auch immer so die schönste Variante, wenn man halt hier wirklich das Volumen aus dem Future dann hier auf den CFD mappen kann, weil man natürlich auch hier einfach deutlich sieht, wenn der jetzt schon hier oben hängt, ja, und dann, das heißt, das Volumen ist ja die ganze Zeit auch nach oben gewandert, ja, also das Zentrum des Volumens nennen wir es mal, ne? Also ist ja nichts anderes als der Point of Control, nur ein bisschen anders formuliert. Das heißt, der Handel konzentriert sich, schiebt sich in seinem Volumen nach oben. Und das ist natürlich generell, wenn man jetzt hier bullisch unterwegs ist, erstmal auch passendes Indiz. Ja. So, der Thorsten schreibt hier gerade plus 50 raus. Vielen Dank. Bitte gerne, aber es war ja bestimmt auch deine eigene Idee. Ich habe es ja vielleicht nur ein bisschen. Vielleicht ein bisschen was zur Motivation oder zur Überzeugung beigetragen, dass es funktionieren könnte. Nur aber trotzdem, egal wie sicher man sich jetzt halt fühlt, trotzdem irgendwo die Position ab einer gewissen Strecke macht schon Sinn, die zu verkleinern. Vor allen Dingen, wenn er wie hier jetzt ja wirklich nur in eine Richtung gerade läuft. Und weil das ist ja keine Einbahnstraße. Das wird ja auch irgendwann wieder runterkommen und der wird nicht weglaufen. Man kommt da auch nochmal mit bisschen zeitlichem Verzug ganz sicher irgendwann im Laufe des Tages nochmal rein. Ne? Und man weiß halt nie, läuft das wirklich an einem Stück nach oben. Oder setzen wir jetzt nicht doch schon irgendwie in der ersten halben Stunde irgendwo wieder zur Korrektur an. Und deswegen auch hier, wie gesagt, Teil raus. Ist jetzt noch knapp die Hälfte drin und dann aber auch dafür den Stop hinterher. Und bei so einem Trade, so einem sauberen wie jetzt, kriegen wir zwar wahrscheinlich nicht mehr heute, also weiß es nicht, aber trotzdem muss man immer so ein bisschen zurückhaltend bleiben und nicht irgendwie nach dem Motto, ja, der macht das jetzt und dann guckt man nachher irgendwie in die Röhre und wundert sich, wie es denn möglich gewesen sein kann, dass aus 100 Punkten, die man vorne lag, dann irgendwie plötzlich nur noch drei übrig sind oder noch schlimmer, weniger als null. Ja, weil man dann zu früh wieder rein skaliert. So. Ja, die Knoppers-Korrektur, ne? 19, um 9:30 Uhr, die kann natürlich kommen. Ne? Aber hier sieht man jetzt halt auch, wir haben schon so ein bisschen Reaktion jetzt hier, ne? An dieser Stelle. Von daher, ja, schön, ne? So, das war das, ne? Also ich denke, man hat es verstanden hier, ne? Außenstab, bisschen laut hier gerade, sorry, Außenstab M5, ne? Als der erste oder der nächstgrößere über dem M2 gebrochen, dann hier dieser rote Bereich einmal reingestochen und dann halt runtergedrückt. Von daher jetzt völlig okay für mich, dass der Trade jetzt erstmal an der Stelle vorbei ist, ne? So, bisschen besser aufgegangen als geplant. Aber hier sieht man es jetzt ja auch, ne?
irgendwie mit, also hier steht jetzt 57 Punkte, es ist irgendwie, ja gut, auf die Gesamtposition gerechnet ist das richtig, ne? Also, aber auf die ganze Strecke war natürlich jetzt ein bisschen mehr. Aber trotzdem, man muss es ja realistisch rechnen, auf die Gesamtstrecke irgendwie knapp 60 Punkte in 25 Minuten. Also, wenn das Konto groß genug ist, kann man an der Stelle dann auch sagen, ja gut, ich bin fertig für heute, ne? Eigentlich muss man auch mehr, gar nicht mehr machen. Gut, so, damit lassen wir den DAX jetzt mal erstmal außen vor. Ich würde vielleicht, das kann man sich mal überlegen, hier oben in dem Bereich, vielleicht, ja, am Pivot, warum nicht? Weil mit einer kleinen Position, wo man dann auch den Stop entsprechend groß setzen kann, da mal gucken, ob wir den nicht da oben noch eingefangen kriegen, für die Gegenreaktion. Vielleicht kann man den ja dann auch sogar nach unten skalieren. Also das wäre für mich, ich habe es ja gerade erklärt, ne, hier durch dieses Gebilde, durch dieses Cluster hier oben an der Stelle, wäre das für mich der wahrscheinlichste Korrekturpunkt. Und deswegen würde ich den auch machen. Aber ich würde den nicht mit voller Positionsgröße machen, sondern halt dann wirklich mal ganz dezent rangehen. Und im Zweifelsfalle, also es ist ja eigentlich erstmal so gedacht als Bonus, aber eben nichtsdestotrotz plausibel, dass wir dort oben eine Reaktion kriegen. Ja. So, dann gehe ich mal zurück auf die Übersicht und gucken, ob wir da jetzt noch irgendwas anderes finden. Aber eigentlich ist es natürlich völlig ausreichend, ne, die Geschichte hier für ein Live-Trading. Und eigentlich könnten wir hier auch gleich den Deckel zumachen. Dann haben wir nämlich eine Dreiviertelstunde voll. Ich bin ein großer Fan, ganz ehrlich, von Webinaren, die 45 Minuten gehen und nicht eine Stunde. Gerade bei sowas. Und weil wir alle haben irgendwie in der Schule gelernt, so nach 45 Minuten ist Pause. Es kommt ein anderer Lehrer, ein anderer, der uns auf die Nerven geht. Und der Stoff ist durch für das, was in dieses Zeitfenster passt. Also ist wirklich ernst gemeint, ne? So 45 Minuten finde ich immer richtig gut. Und alles andere kann auch dann schnell mal ein bisschen lang werden. Was im Casino gelernt, mit dem ersten Gewinn soll man gehen. Ich habe im Casino gar nichts gelernt, ehrlich gesagt. Außer, dass ich mir überhaupt keine Gedanken am besten über irgendwas mache und mein Limit setze und einen schönen Abend habe und noch was zu trinken kriege und dann nach Hause gehe. Und ich. Was, ich bin ein Fan von Seminaren, die 4 Stunden gehen. Alter Schwede, Thorsten, das schaffe ich nicht. Das hält auch mit mir keiner aus, glaube ich. So, also den Dow gucken wir auch noch mal gerade. Ja, ich warte jetzt mal. Also der Lars meint, wenn die Knoppers-Fraktion kommt, aufhören. Ich weiß es nicht, ne? Also was mir jetzt ja hier so ein bisschen ins Auge fällt, ist ja eben, dass die 5 Minuten nicht durchhalten, ne? Und wenn wir solche Programme haben, also der Heiko Behrendt hat das schon ganz oft auch sehr, sehr gut beschrieben und gezeigt, dann ist es wirklich oft so, dass wir im 5-Minuten-Takt dann nach oben durchballern. Und diese Taktung haben wir irgendwie gerade nicht, ne? Und von daher ist das halt irgendwie jetzt fraglich, ob man da jetzt wirklich am Stück hier durchhalten will bis darauf, weil es kann jetzt wirklich sein, weil diese Taktung eben nicht erkennbar ist, ne? Ich gehe mal nochmal kurz zurück ins andere Bild. Also wenn man jetzt hier mal 5 Minuten, da sieht man ja eindeutig, die Taktung ist nicht da. Ne? Das heißt, der hätte ja hier weiterlaufen müssen. Ich habe zwar vorhin ja gesagt, wenn wir durch den R2 durchlaufen, das haben wir ja gemacht, dann könnte der es am Stück nach oben durchziehen. Richtig. So, aber das hier ist für mich dann halt schon so ein bisschen Exit, wenn ich sehe, okay, da ist irgendeiner jetzt irgendwie gerade fertig und der 15 Minuten, der ist mir zu lang. Ne? Also wenn ich das Ding mal anguckt, wir haben das ganze Ding hier eingetütet, die schöne lange Kerze. Und aber der ist mir zu lang, um da jetzt zu gucken, wo korrigieren wir, wo setzen wir da nochmal an, weil der kann genauso gut wieder auf Anfang zurücklaufen. Ne? Also jetzt haben wir jetzt hier auch genau 9:30 Uhr, die Knoppers-Fraktion. Das ist echt möglich, dass wir da komplett irgendwie runterlaufen und dann komplett von unten oder fast komplett von unten nochmal raufziehen. Weiß ich nicht. Ne? Aber dann, das heißt, der 5 Minuten ist ja eigentlich durch. Dort ist die Taktung nicht zu erkennen. Die nächste Chance wäre dann wirklich im M15. Aber um das dann zu sehen, hängen wir hier nochmal eine Dreiviertelstunde fest. Und
möglicherweise für nichts. Ne? Aber das kann man sich ja selber mal angucken, was der jetzt treibt. Und natürlich kann es sein, dass wir eine Bewegung kriegen von da darunter, ne? Irgendwo hier so auf diesen Widerstand und dann halt irgendwie auf den letzten Drücker, dann halt irgendwie da nochmal hochlaufen, wohin auch immer. Und der Rest entscheidet sich dann irgendwie bis 11 Uhr, 12 Uhr oder wie auch immer. Aber das hier war jetzt einfach wirklich eine Einladung und die sauber geklappt hat. Und man muss da nicht zwangsweise gierig werden und versuchen, da jetzt irgendwie alles mitzunehmen. Muss nicht sein. So, und das heißt, wenn alle einverstanden sind, dann würde ich jetzt hier dann auch den Cut machen. Florian, du auch. Und weil erklärt Alles ist es gut. ja, weil, also vor allen Dingen im DAO, was der Daily macht, vielleicht das noch mal ganz kurz als Zusammenfassung. Also hier Daily im DAO, da oben rein und dann halt sehen, was passiert, weil der könnte von hier aus einfach nochmal runterlaufen, aber da oben wäre der halt fertig. In Anführungszeichen fertig, möglicherweise fertig. Und ab dort kann auch die ganze Geschichte wieder komplett nach unten rauschen. Da ist auch der SMA 20 im Daily. Why not? Ne? Und hier oben bei der 611, da haben wir halt diverse Supports. Also da einmal irgendwo reinstochern, dann halt irgendwie ein bisschen hin und her und dann wieder rückwärts. Das wäre so mein Ansatz für den DAO. Mein Lieblingsansatz, sagen wir es mal so, der für mich am einfachsten greifbar wäre. Und im DAX ist es ja halt auch. Jetzt ist hier nochmal der H1. Da, ne, irgendwo in dem Bereich da oben rein. Ich kann das auch mal für den Live-Chart auch mal einzeichnen, was damit gemeint ist. Aber generell beginnt da hier nämlich eigentlich die rote Zone. Ne, weil wir hier diese Supports haben und Support wird eben nun mal Widerstand. Trotzdem, das war das, was ich vorhin gemeint habe, können wir bis ganz nach hoch laufen. Deswegen würde die jetzt erstmal auch rot werden. Und dann muss man halt mal sehen, was passiert. So, und was jetzt den Daily angeht im DAX, habe ich ehrlich gesagt nicht so eine gute, den kriege ich nicht so gut gegriffen wie den DAO. Kann aber da auch mal gucken, was wir da finden. Wir haben auch einen SMA 20. Das heißt, das würde sogar dazu passen. Boah, ich habe heute irgendwie zu viele Frösche im Hals. Also der würde halt auch passen und dann auch tatsächlich, das habe ich vorhin noch gar nicht mal gesehen, zur 730, 725, 30, siehe da, ist tatsächlich, wäre das auch noch das nächste Argument. Das heißt, dass wir hier eine Reaktion kriegen, die ist gerade nochmal deutlich größer geworden, die Chance. Ne? Aber trotzdem wird das keine Geschichte, die jetzt mal eben nach unten wegkippt und dann halt hier unten nochmal bei der, was weiß ich, bei 15.200 landet. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube eher, dass der heute versuchen wird, dann durchzulaufen, sich hier irgendwo festfrisst und dann halt irgendwie morgen vielleicht noch sogar ein Stück höher. Und oder halt eben auch ganz oben durchschießt. Aber dagegen spricht eigentlich, und das muss man halt auch klar mal sehen, der Trend. Ne? Also wenn man jetzt mal nur mal halt hier so die letzten Dinge halt nimmt, die letzten Zickzacks, und dann sieht man hier tieferes Tief. Ne? Selbst wenn man sagt, na gut, das war ja nur ein korrektives, ja, aber auch da. Ne? Also das wird hier unten grenzwertig und der ist nicht mehr eindeutig long, der ist bestenfalls seitwärts. Meines Erachtens eher mit der Tendenz Short und gerade in einem großen Korrekturschwung unterwegs. So, noch einmal Reusmann. So, damit würde ich sagen, ich glaube, das war eine nette Geschichte heute Morgen, schnell und sauber. Wäre schön, wenn es immer so laufen würde, macht es natürlich nicht, leider. Aber wenn man was sieht, wie in der Form eben mit dem Gap, dann kann man das natürlich mal machen und dann halt, wenn man irgendwo klare eigene Kriterien hat, wo man halt sich auch dran richten kann, why not? Ne? Da kann man die noch mal ein bisschen durchhalten und dann kann auch sowas wie eben gerade mal auch gelingen. Von daher, ich bin recht zufrieden mit der ganzen Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, sei es jetzt an Punkten oder halt an Sichtweisen, weil so ganz falsch war es ja irgendwie alles nicht. Und freut mich natürlich, wenn das so ist. Also wie gesagt, wenn ihr was da für euch was rausziehen konntet, egal in welcher Form, weil dafür machen wir es hier. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns am Florian Freitag, richtig? Zu den NFTs. Freitag mal mit Nelson dann wieder. Ja. Ja, NFTs. schön. Sehen wir uns Freitags zu den NFTs wieder um 13 Uhr, Quatsch, nee, um 14:15 Uhr.
fangen wir an. Und freue mich auch da natürlich wieder, wenn ihr dabei seid. Da gibt es auch nochmal höchstwahrscheinlich Live-Trading. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was der Markt halt treibt, ganz klar. Und mal gucken, wie die ganze Geschichte dann weitergeht, beziehungsweise wie vor allen Dingen die Woche dann auflösen. Und dann ist ja auch ganz interessant zu sehen, so was ist aus dem geworden, was hier beschrieben wurde und hat das gepasst oder nicht? Und dann ist ja vielleicht auch mal ganz nett, kann man das ja ganz gut gegenüberstellen. Also, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und das letzte Wort hat trotzdem wie immer der Florian. Bis dahin, ciao. Danke dir, Dirk. Gut, ich habe eigentlich nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ich würde sagen, bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf, wie immer, und dann hören wir uns am Freitag mit dem Dirk wieder um 14:15 Uhr. Bis dahin, ciao, ciao.